zwar drei verschiedene Dinge, die aber miteinander verknüpft sind. Das größte Problem für Venedig ist natürlich der globale Massentourismus. Es ist die wichtigste Industrie des 21. Jahrhunderts mit weltweit 1,5 Milliarden Touristen pro Jahr. In Venedig hängt man dieser touristischen Monokultur wie einer Staatsreligion an. Eine Monokultur ist immer anfällig für Schädlinge. Tourismusexperten der Welt sprechen vom sogenannten Venice Model, wenn sie ein Beispiel dafür suchen, wie der Massentourismus eine Stadt zerstören kann. Das hat auch die Bürgermeisterin von Barcelona gesagt. Die hat gesagt, dass sie möchte nicht, dass ihre Stadt wie Venedig endet. Dafür wurde sie heftig vom venezianischen Bürgermeister gerügt. De facto ist es eben halt so, dass der Massentourismus eng verknüpft ist, eben halt auch in Venedig mit der Korruption dahingehend, dass beispielsweise die Korruption dann nötig ist, wenn man entgegen der Vorschriften einen Palazzo beispielsweise die Nutzungsänderung eines Palazzos erreichen möchte, um aus einem öffentlichen Raum ein Hotel zu machen oder aus einem Wohnraum dann ein Gewerbe zu machen. Und da, wenn dann der Bürgermeister unter diese Nutzungsänderung seine Unterschrift setzt, dann explodiert natürlich sofort der Gewinn dieser Immobilie, also der Wert dieser Immobilie. Demzufolge ist da Korruption natürlich immer gerne drin. Da könnte ich Ihnen viele Beispiele dafür nennen. Der Klimawandel wirkt sich dahingehend natürlich aus. Ich meine, Venedig ist sozusagen die Stadt schlechthin, wo man den Klimawandel beobachten kann, also mit dem Anstieg des Meeresspiegels. Aber der Klimawandel hat, sagen wir so, für die Zerstörung der Lagune ist der Klimawandel jetzt nicht der Grund, die Ursache, sondern es wirkt sich natürlich aus, sondern da ist mehr der Massentourismus, also indem zum Beispiel die Kanäle in der Lagune ausgegraben wurden für die Kreuzfahrtschiffe, demzufolge dann auch mehr Hochwasser reinkommt, die größte Ursache und die schlimmste Ursache, also der Massentourismus dann auch wieder. Es sind also drei Dinge, die miteinander verknüpft sind und die sich alle drei extrem negativ auf Venedig auswirken. Dazu kann ich also eine ganz konkrete Antwort geben. Ich würde sagen, das waren die Bürgermeister der letzten 30 Jahre, also seitdem ich hier lebe, habe ich das eben halt beobachtet und das ist nicht nur meine Analyse, sondern dies wird eigentlich von den Venezianern selbst geteilt. Also, denn das politische Programm dieser Bürgermeister der letzten 30 Jahre, laut kann man irgendwie zusammenfassen mit Venezianer raus, Touristen rein. Wenn Sie jetzt fragen, ja, wieso die Venezianer haben doch diese Bürgermeister eben gewählt, dann muss ich Sie ein bisschen darüber aufklären, dass Venedig selbst, wo ja inzwischen nur noch knapp 50.000 Einwohner leben, zu dem Großraum Venedig zählt. Das heißt also, die Kommune Venedig umfasst natürlich das Festland, Mestre, Marghera und so weiter, bis Favaro und so weiter. Und da lebt das Gros dieser Kommune Venedigs. Das heißt also, auf dem Festland leben 180.000 Einwohner, in Venedig selbst 51.000. Insgesamt auf den Inseln großzügig gerechnet, also Venedig plus Inseln 79.000. Das heißt also, in Venedig wird der Bürgermeister nicht gewählt, sondern das Festland, das ganz andere Interessen hat als Venedig, wählt den Bürgermeister. Und die haben kein Interesse an den Problemen, denen wir hier ausgesetzt sind, also den Massentourismus, den Klimawandel mit dem Hochwasser und so weiter. Das sind alles Probleme, die die Menschen auf dem Festland nicht betrifft und demzufolge ihre politischen Ziele natürlich auch ganz anders sind. Demzufolge haben sie Bürgermeister gewählt, mit denen die Venezianer weitestgehend nicht einverstanden waren. Ehrlich gesagt sehe ich sie natürlich schwarz. Also wenn es jetzt so weitergeht, wie ich das jetzt beobachtet habe in den letzten Jahrzehnten, dann wird man spätestens in 10 Jahren der Stadt nur noch den Exitus nachweisen können. Denn eine Stadt, und da ist Venedig keine Ausnahme, lebt eben nicht nur durch ihre Monumente, sondern auch durch ihre Lebensart. Und
weil es immer weniger Venezianer gibt, stirbt eben diese Lebensart auch aus, also diese Venezianità. Also Venedigs kulturelles Gedächtnis wird ja im Grunde bestimmt durch die Venezianer. Und wenn es keine Venezianer mehr gibt, also wenn praktisch dadurch, dass das tägliche Leben der Venezianer ausgerottet wird wie lästiges Unkraut, beseitigt man das, wovon man eigentlich lebt. Denn es gibt ja viele, die wirklichen Venedig-Liebhaber, die kommen ja nicht nur wegen der Denkmäler hin und wegen der Ausstellung, sondern sie kommen wegen der venezianischen Lebensart hin. Und wenn also Venedigs kulturelles Gedächtnis zerstört wird, dann ist eine Stadt wirklich tot. Also man kann den Venezianern nicht vorwerfen, dass sie nichts tun würden. Es gibt hier nämlich inzwischen fast mehr Bürgerinitiativen als Venezianer. Es gibt für jeden Geschmack eine Bürgerinitiative. Es gibt für die Bürgerinitiative für junge Leute, für unter 30-Jährigen. Es gibt Bürgerinitiativen gegen die Kreuzfahrtschiffe. Es gibt Bürgerinitiativen gegen den Bau der Hochwasserschleuse und. Die Venezianer sind also schon extrem aktiv. Es gibt hier eine extrem aktive und engagierte Civitas, wenn man so will. Und das ist für mich auch ein Trost eigentlich. Das ist im Grunde für uns alle ein Trost, dass wir uns nicht sozusagen kampflos ergeben, wie man das so schön sagt in Italien, wir wollen mit der Fahne in der Hand sterben. Ja, ich engagiere mich eigentlich seit Jahrzehnten für die Rettung Venedigs in diversen Bürgerinitiativen. Ich nehme viel an Informationsveranstaltungen auch statt, natürlich an Demonstrationen auch. Und ich habe mich im September 2020 eben als Kandidatin für den Stadtrat aufstellen lassen bei der letzten Bürgermeisterwahl. Wir haben mit unserer Bürgerliste einen Achtungserfolg erreicht, also dass wir in Venedig sind wir die dritte Kraft gewesen, aber nur in Venedig, nicht auf dem Festland. Wir haben in Venedig irgendwie 10% der Stimmen erreicht. Unsere Bürgerliste heißt Terra e Acqua, also Land und Wasser, und ist aus einer Bürgerliste hervorgegangen. Und wir wollen auch unsere Arbeit jetzt weiter fortsetzen als Initiative, eben bis hin, also sozusagen eine Bürgerliste bis zur nächsten Bürgermeisterwahl. Denn letztendlich sind es eben halt politische Probleme und die müssen eben auch auf politischer Ebene gelöst werden. Das ist das größte Problem für Venedig.